Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer etwas leicht verspäteten Folge von The Escapists. Oh yeah. Und heute werden wir kurz ausbrechen. Oder versuchen auszubrechen oder gucken, was draußen ist oder was auch immer. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass die Folge heute zu spät ist, denn man muss dazu sagen, gestern war die Folge 12 Stunden zu früh und heute ist sie ein paar Stunden zu spät. Es gleicht sich aus, Freunde, es gleicht sich aus. Naja, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, wir wurden nicht einmal untersucht. Nicht ein einziges Mal. Ne, Mr. Chris? Und Snox, gib mir mal eure Likes hier. Freestyler. Ach, untersuchen die mich jetzt? Nö. Die haben Ermin untersucht. Dann halt nicht. Okay, so, Mr. Officer Tobi. Wie wär's mit einem Stück Wand? Und Erde? Er sagt auch noch Danke. Und jetzt hasst er mich. Arsch. Naja, gehen wir frühstücken. So, wir werden heute Nacht mal kurz rausgucken, beziehungsweise ich gehe gleich schon mal hin. Und schau mal eben nach. Was sich da draußen befindet, Freunde. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube aber, tagsüber dürfen wir die Mauer nicht einreißen, die wir gestern gemacht haben. Weil das werden sie definitiv sehen, wenn ich dann eine Mauer aufmache. Ich denke schon. Alter, du sollst nicht die Decke nehmen, du sollst diese... Du sollst doch nicht hier die... Lass doch mal die Sachen von Technik in Ruhe. Technik wohnt da, ne? Du sollst die verdammte Mauerattrappe nehmen. Danke. Gottes Willen. Dreh hier gleich durch. Also ich denke mal, sobald wir die Mauer hier einreißen, wird man uns entdecken. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall nachts hingehen. Oder wir könnten uns als Wärter tarnen. Sehen die doch, wenn ich dann eine Mauer aufmache. Nee, ich werde es, glaube ich, testen. Ich werde es nachher testen oder ich werde es in der Folge testen, wo wir ausbrechen, dass wir den Speicherstand laden und einmal kurz als Officer reinrennen und gucken, ob wir da durchkommen. Das dürfte nämlich für die nächste Staffel auch interessant werden, denn man muss dazu sagen, wir hören ja nicht auf mit The Escapists, das wird sich ja immer und immer weiter spielen. Später noch mit Community-Gefängnissen. Und als nächstes kommen ja die DLCs, die schweren DLCs. Ich muss zurück. Und deswegen müssen wir all das Wissen zusammenkratzen, was wir haben. Wir müssen versuchen herauszufinden, was es da gibt und so weiter und so fort. Was können wir machen? Können wir uns als Wärter verkleiden und tagsüber draußen rumlaufen? Oder geht das allgemein nicht? Sowas ist immer schön zu wissen. Guck ihn dir an. Er sieht man doch einfach nicht. Er sieht man doch nicht. Da hinten haben wir schon alles Stibitz, ne? Ich würde sagen, wir gehen noch einmal kurz uns eine Kelle holen, falls mich niemand verpfeift. Sehr schön. So. Die Wand kann ich mitnehmen ohne Probleme, weißt du, aber die da unten nicht. Aufgang. Vielleicht werden wir diese Nacht schon ausbrechen, Freunde. Ich weiß es noch nicht. Wenn ja, wäre das echt krass, weil wir dann einen perfekten Run hätten. Wir hätten einfach einen perfekten Run. Und das wäre mal Bombe. Ich würde sagen, in dieser Nacht gucken wir uns erstmal um, was es draußen gibt. Und nehmen deswegen unsere Schaufel nicht mit. Wir nehmen die Kelle mit, für Sicherheit. Und lassen die Schaufel dann bei uns. Ich weiß ja nicht, was da passiert, ob wir irgendwie erwischt werden, ob ich mit Absicht in die Minen laufen muss, um getötet zu werden, bevor ich erwischt werde. Oh, ich hab einen Lauf. Oh. Und jetzt geht's gar nicht mehr. Alter! Ja, wir trainieren ein bisschen Schnelligkeit. Ich habe nicht gemerkt, dass wir Tempo so gut wie gar nicht haben. Deswegen sollten wir auf jeden Fall den Gang trainieren, um wirklich gleich schnell laufen zu können. Das kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Ach komm, ich hab's gerade geschafft, weißt du, fünfmal hintereinander. Dann schaffe ich es nicht einmal. Wir werden sowieso noch, bevor wir rausgehen, duschen. Von daher kann ich alle meine Energie verschwenden für
für den Gang. Wir gehen jetzt kurz duschen, dann werden wir nochmal ein bisschen trainieren. So, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade. Das ist nicht die Dusche. Dass ja die anderen Wärter nicht zu sehen sind. Die laufen quasi draußen rum, aber im Endeffekt sind sie eigentlich nicht da, weil ich meide dieses draußen komplett. Da, wo die rumlaufen, meide ich ja komplett. Ich meine, ich wäre ja wohl selten dämlich, wenn ich da draußen rumlaufen würde. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, gilt das denn als Wärter? Kann ich als Wärter auf die Dächer gehen? Kann ich als Wärter draußen rumlaufen, ohne dass ich erwischt werde? Oder steigt als Wärteruniformist einfach nur der Prozentsatz von den Wärtern, sodass sie mich irgendwann mal erwischen? Diese Dinge würde ich gerne herausfinden für die nächsten Staffeln. Das dürfte alles dann ein bisschen... Ich würde sagen, ups, wieso gehe ich hier hin? Nicht nur vereinfachen, sondern uns mehrere Möglichkeiten geben, aus dem Knast auszubrechen. Und das sehr raffiniert, weil wir können uns nicht jedes Mal ausgraben. Das ist ja Schwachsinn. Ich werde definitiv immer viele Löcher buddeln, weil ich mir gerne... Ich baue mir so gerne mein eigenes Reich auf. Also ich habe gerne Zugang zu den Sachen, wo ich gerne hin möchte. Und ohne wirklich Schlüssel klauen zu müssen oder so, sondern richtig raffiniert und entdeckt zu werden. Vielleicht schaffen wir es auch mal richtig perfekt auszubrechen, sodass die Wärter uns alle lieben. Und so eine Geschichte. Ach, ist Abendessen. Dass uns wirklich keine Person hasst von den Wärtern. Das ist ein Ziel von diesem Let's Play definitiv immer. Dass wir irgendwie mit guter Führung einfach ausbrechen. Und vielleicht, wenn wir mit guter Führung ausbrechen, denken sie sich, ach, der ist doch nett gewesen. Lassen wir ihn doch einfach. Und dann werde ich ihn hier reingeholt. Abendessen, Freunde. Das heißt, gleich ist schon wieder Abendappell. Und dann geht's raus. Ich bin gespannt, was draußen auf uns wartet. Ich lege auf jeden Fall gleich noch die Schaufel weg. Die Kelle behalten wir. Und dann schauen wir mal. Einfach nur sicherheitshalber. Ich will, obwohl, die lege ich einfach mal in mein Loch. Wo ist das Problem? Ich lege das Ding in mein Loch. Was haben wir denn hier noch? Schlaftabletten? Haben wir eigentlich jemals eine Wirkung von Schlaftabletten gesehen? Kann ich das kombinieren? Nö. Kann ich das mit Kakao kombinieren, dass der Kakao quasi länger wirkt? Na gut. Aber den Kakao können wir gerne mitnehmen. Für, ich weiß nicht was. Mal gucken. Ich bin da ganz entspannt. Können wir vielleicht einen Wärter flachlegen oder so. Wobei, lassen wir den Kakao erstmal hier. Wir wissen ja noch nicht, was uns draußen erwartet. Lege ich alles in mein Loch. Lege ich alles in mein Loch, Freunde. Alles gar kein Problem. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Und wir haben jetzt die Zeit. Wieso diese Zeit nicht nutzen? Eigentlich wollte ich trainieren, ich weiß, aber... YOLO! So. Zack. War ja klar. Hier, kommt Tevin, hier, das ist für dich. Ob Tevin Kissen mag? Tevin, magst du Kissen? Guck mal. Ich wollte dich nur schützen. Von dir selber. Und er mag mich jetzt nicht mehr. Naja. Ein bisschen. Nein, du langweilst mich nicht, Ermin. Wieso solltest du mich langweilen? Ich bin nur am Trainieren, es tut mir leid. Wir sollten die Bibliothek überfluten. Wie krass ist denn der drauf? Ich habe nie wirklich drauf geachtet, was die so reden. Aber man muss dazu sagen, diese Sprechblasen, die verschwinden so schnell. Ich habe gehört, die Frau von Nugget... Siehst du, und schon kann ich nicht mehr weiterlesen. Viel zu kurz. Konzentration. 15. 16. 17. Ah. Mein Rekord liegt jetzt bei 20. Nur einmal über 20 schaffen und dann bin ich glücklich. Bis dahin habe ich wahrscheinlich schon 100 Geschwindigkeit, aber ist ja auch egal. Gerade nochmal gecheckt, ob die Aufnahme läuft und schon habe ich hier verklickt. Das kommt so, wenn man nicht auf den Bildschirm achtet. Duschen! Okay. Gleich geht's raus und vielleicht, wer weiß, brechen wir aus.
Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was sich hinter den Minen befindet. Wir wissen nur, dass da Wege sind und eventuell am Ende des Weges könnte noch eine Mauer sein. Ich meine, da muss irgendwas sein. Ansonsten wäre ja dieser Jeep, der da draußen rumläuft, total für den Arsch. Weil die quatschen so schnell, ich kann das gar nicht lesen. Nicht zu laut verstanden, habe ich gehört. Ja, mehr nicht. Zu heiß, die Duschen sind zu heiß. Oh. Okay, Freunde, Abendappell, dann gehen wir raus und dann gucken wir mal, was uns draußen erwartet. Dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So, wer wird untersucht? Komm, sag's mir. Ich meine, mir kann's egal sein. Ich hab da. Meine. Wie heißt das Ding nochmal? Meine Schmugglertasche. Die können mir nix. Wir wurden nicht einmal untersucht, ganz ehrlich, Freunde. Nie einmal in diesem Let's Play. Deadline und Wursti, aber ja klar, komm. Ach cool. Exas, ja? Exas, mein Freund, du brichst jetzt mit mir aus. Der Wärter sollte da nur weggehen. Nicht, dass er hier reinschaut. Oh Gott, nein. Sonst verpetzt er mich noch. Oh, in letzter Sekunde dran gedacht. Okay. Das lassen wir beide das da mal liegen. Und dann schauen wir mal. Also, ich sehe da rechts und links auf jeden Fall Wege. Dann könnten wir durch das Minenfeld kommen. Aber wo ist der Jeep? Egal. Auf geht's. Das waren keine Wege? Okay, Okay. Okay. Ja. Okay. Mir fällt gerade nichts ein. Ey, wieso hast du mir gerade einen Dislike gegeben, Tevin? Ich hab dir nichts getan. Es tut mir leid, dass ich ohne dich ausbrechen wollte. Am wenigsten mögen mich die drei hier. Gib mir Likes! Likes! Ja, ich drück so schnell ich kann. Okay. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass wir uns weiter nach unten graben müssen. Achso, ich dachte, ich wurde gerade zusammengeschlagen. Tevin? Was habe ich dir getan? Warum wolltest du mich zusammenschlagen? Es tut mir leid, das siehst du mal nämlich dich mit. Oh, es tut mir leid. Ich entschuldige mich ein bisschen zu oft. Meine Zellengenossen mögen mich alle nicht mehr so wirklich, weil ich keine Quest mehr für sie erledige, aber das liegt einfach nur daran, dass ich mit dem Geld nichts anfangen kann. Aber wir können ja mal gucken, was die einzelnen Leute zu verkaufen. Oh, ich habe keine Waffe mehr. Und die Kelle ist weg. Meine Sachen verschwinden ja. Nein. Stufenleiter brauche ich nicht. Naja, ich habe mir eine neue Waffe besorgt. Wir gehen mal kurz hier bei den Kollegen hier rein. Aber weißt du was? Gehen wir mal in die Kelle hier. So. Okay. Habe ich die Kelle auch abgelegt? Bitte sag, dass ich die Kelle abgelegt habe. Na ja, klar. Na gut, das heißt, wir müssen uns noch ein Stück weiter durchbohren. Aber ich weiß nicht, wie weit. Wir sparen eigentlich ein Loch, indem wir uns hier runtergraben, oder? Also wir sparen einmal buddeln. Ach Gott, Freunde. Na. Das ist echt nicht möglich, ne? So viel Pech, das kann nur der Zero haben. Ach, wir brauchen eine neue Schaufel, definitiv. Wir müssen uns so weit runterbuddeln.
Und wir sparen vor allem eins, und zwar an Streben. Stimmt. Gut durchdacht, Zero. Gut durchdacht. Also in den Tipps stand ja auch, man kann die Minen umgehen, indem man darunter gräbt. Also ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber das waren doch Wege. Ich meine, wie kommen die Wärter bitte raus? Hier bist du doch auch da durch. Das heißt... Oh. Oh. Das ist interessant, Freunde. Wir können die Minen hier unten sehen. Das bedeutet, dass nur an dieser Stelle eine Mine ist. Das heißt, theoretisch könnten wir direkt runter. Egal. Holen wir mal eine Strebe. Und machen erstmal einen Hofgang. Ich komme! Ich bin ein bisschen spät dran, es tut mir leid. Ich habe keinen Platz mehr. Hallo, Officer Tobi. Wollen Sie ein Stück Erde? Noch ein Stück Erde? Ah, du bist ganz hungrig auf Erde, ne? Komisch. Weißt du, die mögen Holz? Oh Gott, du magst mich, ne? Okay, die anderen mögen mich. Weißt du, alle mögen Holz, aber keine Erde. Wieso nicht? Bäume sprießen aus der Erde. Müssen doch beides mögen. Könnte sie sich doch selbst einen Baum pflanzen mit der Erde. Naja. Nur so scheiße, dass ich jetzt keinen Platz mehr bekommen habe hier. Weil ich zu spät bin. Oh! Na gut. Ach, Tevin. Wir müssen irgendwie Tevin gut stimmen. Weißt du, was wir buddeln? Scheiß auf dich, Tevin! Scheiß auf dich! Ich buddel! Ich werde mich nachher mit ihm gut stellen. Erstmal mache ich die Schaufel. Die Schaufel ist so gut wie kaputt. Können vielleicht noch zweimal graben. Und das war's. Dann müssen wir neue Teile für die Schaufel besorgen. Das war's. Das mit der Mine werden wir heute Abend testen, Freunde. Wir werden gucken, ob die Minen tatsächlich wahr sind, echt sind. Vielleicht können wir sie auch einfach dahin graben und die Minen einsammeln. Und die dann hier reinlegen, sodass Tevin reinläuft. Zum Beispiel. Ich hätte jetzt auch die Nägel mitnehmen können, aber... Bam. Ist ja auch Pumpe. Aber eventuell fährt der Jeep... die Wand entlang, wenn da unten eine Wand ist. Was zu bedeuten hat, dass wir tatsächlich den Jeep lahmlegen müssten, um die Wand unten einzubrechen. Gut, das Einzige, was wir brauchen, ist eigentlich Klebeband, ne? Ich meine, wir haben Holz, Metall ohne Ende. Können uns jederzeit was holen. Und wegen der Erschöpfung sollten wir auf jeden Fall dann ein paar Schokoriegel mitnehmen. Da müssten wir nicht so oft zurück, glaube ich. Sag mal, hat einer von euch was Nützliches? Ach, genau. Gut. Ah, Rexas, habe ich gar nicht dran gedacht. Holz. War doch Rexas, ne? Nee, ach, Spomi, tut mir leid. So. Das sind unsere Grundbausteine für die Schaufel. Und wir werden auf jeden Fall noch ganz kurz gucken. Ich meine, man kann sich ja auch ein bisschen sparen an Diebereien. Wir werden heute Nacht kurz losziehen und Holz besorgen für unsere Schaufel. Vielleicht, wenn wir... Wir könnten eigentlich schon rausgehen, ne? Heute Nacht dann? Ne, können wir gar nicht. Buddeln müssten wir, ne? Das machen wir morgen, sonst wird die Folge zu lang. Die Folge kommt sowieso schon zu spät. Und daher... Gut, kein Klebeband. Wir brauchen Klebeband ganz viel. Sonst können wir die Schaufel voll knicken. Wie bestellt. So. Da war auch Metallblech. Erik. Danke, Erik. Das war echt nett von dir.
Basteln wir uns schon mal unsere Grundschaufel zusammen. Die werden wir ja auch erstmal verbrauchen, bevor wir dann aufleveln quasi. Und weißt du was, Tevin? Du bist nicht du, wenn du kein Holz hast. Nimm dies. So, Tevin mag mich wieder. Ich weiß nicht, warum er mich vorhin verprügeln wollte, aber gut. Ach, ich schnappe mir mal einen Teller. Ich glaube, gleich ist nochmal Abendszeit, dann können wir nochmal buddeln gehen. Was nichts daran ändert, dass wir verdammt viele Streben wieder brauchen werden. Ein Nachttischdieb. Auch nicht schlecht. Na gut, Arbeitszeit. Und auch für uns Arbeitszeit. Wir haben nun bloß keine Streben. Wir müssen dann erstmal das Holz klauen. Jetzt. Holy shit! Dankeschön. Können wir die Schaufel nämlich gleich schon zusammenbasteln, wenn wir da sind? Und so und uns einen Keks freuen. So. Ich puddel mich mal nicht zur Mine. Wenn das Ding hochgeht, ist plötzlich mein Tunnel eingestürzt oder so. Nee, nee, nee. Lass mal. 55%. Ich achte jetzt penibel auf die Prozente. Wir verlieren immer 15%, ne? Einmal können wir noch. So, jetzt müssten wir die Schaufel... Ah. Das heißt, theoretisch müssten wir, wenn wir hier direkt runtergehen, rauskommen können, ne? Ah, stimmt, das wollen wir erstmal heute noch testen. Was wir auch definitiv tun werden. Aber erst holen wir uns das Holz. So, einmal die Erde weggespült. Wir können natürlich nicht alles Holz auf einmal tragen. Das ist mir bewusst, Freunde. Da macht euch da mal keine Sorgen. Wieso ist die Folge heute nur 20 Minuten lang? Nein, wir werden ja noch 5 Minuten wahrscheinlich spielen. Mindestens. Na gut, eine Stunde bis Abendappell. Ich würde sagen, wir werden ja nicht viel machen, außer Dinge zusammenbasteln. Deswegen, obwohl wir gehen ja sowieso gleich duschen, oder? Nee, haben wir schon. Haben wir schon geduscht? Haben wir schon geduscht? Echt? Weil 21 Uhr ist Abendappell. Haben wir nicht immer zuerst geduscht und sind dann zum Abendappell? Oder bin ich jetzt komplett verwirrt? Oder ist Abendappell 22 Uhr? Ach du Sch... Ich wollte schon sagen. Hui! Okay, wir lassen am besten ein Klebeband erstmal hier. Ach, wir hatten da noch eine Ersatzwaffe, okay. Zu spät. Komm, Niklas, ich helfe dir, bevor du jetzt Ärger bekommst. Jetzt hab ich Ärger bekommen. Ich hab dir geholfen. Du schuldest mir was, Niklas. Du schuldest mir was. Na gut, ein bisschen Holz für uns. Wir werden direkt aus den Holzteilen Streben machen und diese dann mitnehmen. Metall müssen wir nur eins zusätzlich mitnehmen. Das heißt, wir dürften dann eine Schaufel haben. 1, 2, 3, 4 Streben. 5 Streben können wir eigentlich mitnehmen, oder? Ne, ein Metall müssen wir mitnehmen, ne? 4 Streben und ein Metall, okay. Mit 4 Streben, kommen wir doch, tja, meilenweit. Ich glaube nicht mal, dass wir 4 Streben zusammenkriegen. Cookie Man und Technik. Technik. Ich weiß nicht, wieso ich Technik jedes Mal sage. Und wir werden auf jeden Fall gleich testen, ob wir zwischen den Minen hindurchlaufen können. So. Ach ja, wir müssen ja Enterhaken uns auch noch mitnehmen. Gut, dann können wir vielleicht doch nicht so viele Streben mitnehmen. Was soll's. Was war das denn jetzt? Boah, Herzinfarkt. Ach, da liegt noch so viel Metall rum.
Warum? Ah, ich habe keine echte Mauer hingetan, ne? Ich höre das Auto. Egal, wir können trotzdem die Schaufel verbessern. Aber doch nicht mit Holz. So. Okay. Können wir damit schon die Wand einreißen? Ich habe Angst. Komm bitte nicht hier rein. Inventar voll ist. Mir klar, dass das Inventar voll ist. Oh nein! Wärter haben Beweise für deinen Ausbruch gefunden. In diesem Gefängnis wird so etwas nicht toleriert. Freunde, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich werde das Spiel haben. Nein, das mache ich nicht mit. Wir müssen das ganze Loch halt nochmal graben, aber das ist halb so wild. Wir wissen jetzt die Problematik. Aber den Scheiß. Ich grab mich hier nicht nochmal überall durch. Ich meine, wir müssten uns komplett nochmal auf das Dach bauen und dies und das. Und das ist, glaube ich, zu viel. Das ist, glaube ich, zu viel, Freunde. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wir laden den Spielstand und wir haben draus gelernt. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Oder was sagt ihr dazu? Laden oder weiterspielen? Ich meine, ich nehme erst die Folge auf, wenn ihr es sagt. Bis dann.